Xavier Naidoo, ein Volksverhetzer? Herzlich willkommen zum heutigen Medienkommentar aus Mannheim. Der deutsche Hip-Hop-Sänger Xavier Naidoo wurde von Linksjugend Solid, das ist die Jugendorganisation der Linkspartei, angezeigt, meldete die Welt vorgestern. Der Vorwurf, Aufruf zur schweren Körperverletzung und zum Totschlag sowie Volksverhetzung. Wie in dat? Naidoo, der christliche Gutmensch, plötzlich auf Steinen abwägen? Anlass zur Strafanzeige gab sein Hidden Track am Ende seiner neuen CD Gespaltene Persönlichkeit. Zugegeben, dieses versteckte Lied mit dem Titel Wo sind birgt deftige, vor allem derbe und obszöne Texte. Nichts Heilsameres könnte jedoch passieren, als wenn unbestechliche Behörden jetzt einmal genauestens gegen jeden jene Gruppen ermitteln würden, über die sich Xavier Naidoo derart auslässt. Denn Naidoo beschreibt nichts anderes als rituellen Kindermord in Satanistenzirkeln, wenn er wütend geworden gegen jene singt, ich schneid euch jetzt mal die Arme und die Beine ab und dann fick ich euch in den. So wie ihr es mit den Kleinen macht, ihr tötet Kinder. Wer nun denkt, dass es so etwas nicht gibt, irrt gewaltig. Unsere Behörden und Sektenberatungsstellen wissen ganz genau darum, tun aber bislang nichts dagegen. Der neue Dokumentarfilm Sexzwang von Ivo Sasek belegt das 1:1. Er wurde als Aufruf an Justiz und Behörden gedreht, damit sie die weltweit nachweisbaren Netzwerke pädophiler Kinderschänder endlich ausheben und den Ritualmördern ein jähes Ende setzen. Wir zeigen Ihnen, werte Zuschauer, nun Ausschnitte aus dem Dokumentarfilm Sexzwang, den wir Sonntag in voller Länge hier auf Medienklagemauer TV senden werden. Zur Vorwarnung: Diese Dokumentation ist nur schwer verdaubar. Wir bitten Zuschauer unter 18 Jahren, sich diesen Film nicht anzusehen. Haben Sie von solchen Fällen in Deutschland gehört, dass Leute wirklich für einen Satanskult umgebracht werden? Ja, Betroffene berichten das fast immer. Und ich habe in unterschiedlichen Regionen Deutschlands gelebt und gearbeitet und habe Menschen in Therapie gehabt, die miteinander nie was zu tun hatten, die unabhängig voneinander so etwas berichtet haben. Und ich weiß eben auch von Kollegen, Kolleginnen bundesweit aus Vernetzungen heraus, dass dort wieder ganz andere Betroffene, die sich untereinander nicht kennen, hingehen und ähnliche Dinge berichten. Also es lässt sich eine Struktur daraus erkennen. Das, was Deborah und Robert aussagen, die Beschreibung der Morde an den Kindern, im Fall Deborah vor einer Kamera, das ist nichts anderes als das, was man als Snuff-Video bezeichnet. Ein Snuff-Video ist ein Film, in dem ein Kind umgebracht wird, nachdem es gefoltert oder sexuell missbraucht wurde, bis es schließlich stirbt. Sie haben einen Finger abgeschnitten? Einen Fuß. Solche Dinge. Sie haben einen Fuß abgeschnitten und es sterben lassen. Und sie haben es währenddessen missbraucht. Also er hat das Kind missbraucht und die anderen schauten zu. Der Missbrauch an kleinen Kindern ist traurige Normalität. Der Umsatz der Kinderschänder wird auf weltweit 300 Milliarden Euro beziffert. Davon allein rund 1 Milliarde in Deutschland. Sollten Justiz und Behörden den Aufschrei von Xavier Naidoo als Straftat werden und ihn wegen Homophobie und Volksverhetzung statt die Kinderschänder wegen rituellen Mordes usw. verfolgen, dann gnade uns Gott.